Okay, wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben. Bei der Waffenauswahl auch. Das ist meine gute Waffe. Ich weiß immer noch nicht, welche ich nehmen soll. Ob das jetzt Cheat ist mit der anderen hier oder nicht. Oder. Kann ja erstmal die normale nehmen. Die leer schießen. Leon hat auf jeden Fall gute Waffen. Ich habe es jetzt auch endlich geschafft, Resident Evil 1 durchzuspielen. Hier gibt es keine Schätze. Schade. Also das war auch sehr krass, fand ich. Mit Chris natürlich. Mit Jill. Ja. Vielleicht auch noch, aber... Naja, das kann man ja hier alles schon. Oh, gleich wird es ja wieder ekelhaft. Diesmal rennen wir aber nicht durch. Wir wollen ja das Geld mit Leon bekommen. Nein. Der arme Wolf. Okay. Wir haben hier eine Schublade. Piste Money. Ich finde das doof hier, dass man hier nicht sieht, wo was ist. Bing. Ach, ach. Ich finde das so dumm, wenn er das macht. Mach's kaputt. Warte mal. Ach, das steht jetzt wirklich sogar da. Peseten. Ich weiß auch gar nicht, ob das echtes spanisches Geld ist oder ausgedacht. Ich dachte immer, die hätten Euros. Hier ist eine Bärenfalle. Ich erinnere mich noch an in der Demo. Er ist da! Ah, ich dachte, ich darf jetzt. Sag mal! Ah, das ist auf jeden Fall. Scheiße. Okay. Sie können die Gesundheit wiederherstellen, indem Sie Kräuter oder einen Erste-Hilfe-Spray verwenden. Die Wirkung von Kräutern kann durch Kombination mit anderen Kräutern intensiviert werden. Rotes Kraut hat die Menge wiederhergestellte Gesundheit, gelbes Kraut hat die maximale Gesundheit. Wir nehmen jetzt erstmal das Erste-Hilfe-Spray, weil wir sind wirklich am Arsch gewesen. Können ja hier auch was herstellen. Aktuell fehlt uns dafür die nötigen Materialien. Ich finde das immer noch richtig cool jetzt gemacht hier. Würde ich mal alles selber machen. Naja. Ja, und dir geht's gut. Haben wir jetzt zwei Messer? Ne, wir haben nur eins. Wir finden eins im Dorf, glaube ich. Zumindest war es so in der Demo. Wir konnten mal ja nicht durchlaufen, weil ja hier die Fallen waren. Aber wo? Genau. Das fand ich auch richtig ekelhaft. Du hast sie nicht gut gesehen. Doch, da ist er. Ich jetzt mit Absicht da rein oder nicht? Okay. Ich werde jetzt nicht nachladen. Jetzt meinen letzten Schuss. Mit denen hier. Oh, Junge Leon, Alter, du bist so ein.
Mach deine Spezialattacke! Oder auch nicht. Ja. Brauch nicht so viele Munition. Flash Bang. Eine meiner Lieblingswaffen. So, wir bleiben jetzt erstmal bei der. Die ist besser. Die ist gut. Das mit dem Leben hat mich natürlich wieder genervt. Auf Basis bestimmter Materialien wie Rohstoffen, Schießbomben und Messern können neue Objekte hergestellt werden. Mit Rezepturen können sie ihr Repertoire an herstellbaren Objekten erweitern. Wir haben 4 Flash. Nee. Seite 4. Ach, der ist fertig. Den können wir verkaufen für 1000. Darf anscheinend nur 5 Sachen tragen. Also die bei Einschlag ein kalles Licht und ein ohrenbetäubendes Geräusch ermittiert. Da hat man, glaube ich, beim letzten Mal schon so ein komisches. Was war das? So. Die vierte Person finden und in Sicherheit bringen. Ashley Graham. Sie ist sogar 20, Tochter des Präsidenten. Studentin, äußeres Erscheinungsbild, ihr Foto. Der Kontakt zum Subjekt brach unvermittelt ab, als diese sich von der Uni auf dem Nachhauseweg befand. Kurz darauf wurde das Subjekt zusammen mit seinem Bodyguards alles Ex-Militärs als vermisst gemeldet. Weitere Untersuchungen führten zu dem Schluss, dass das Subjekt von einer organisierten Gruppe entführt wurde, woraufhin ein Team einberufen wurde. Unser Nachrichtendienst hat mehrere Sichtungen des Subjekts in einem abgelegenen Dorf in einer Bergregion in Europa bestätigt. Der Agent wurde mit der Aufgabe betraut. Zusätzliche Informationen. Es konnte bestätigt werden, dass die Täter mit Hilfe von einem Insider hatten. Um nichts zu vermeiden, bleibt diese Organisation streng vertraulich. Die lokale Polizei wurde ins Boot geholt und ist unterstützend tätig. Und zum Teil tot. Naja. Ja, gleich wird's ja ekelhaft. Das wissen wir ja leider schon. Weiß doch gar nicht, wann die zu diesen komischen roten Viechern da mutieren und wann nicht. Wir haben hier auf jeden Fall noch was liegen lassen, aber ist mir jetzt egal. War das ein Kopf? Ja. Okay. Na dann. Ach, ist das nicht der andere Freund? Ach du Scheiße. Das ist der mit der Brille. Vom Auto. Unser Fahrer. Ah, ein Doc Doc. Es guckt mich aber böse an. Das ist schon kritisch hier. Naja. Wir müssen es weiter verfolgen. Das ist interessant als die Story. Hm? Das ist nämlich schlauer. Ich glaube, es hat uns gesehen. Ja. Ja. Okay. Da hinten ist deine Freundin. Ah, gut. Gesetz mal lassen. Okay, ich weiß noch, wie ich entdeckt wurde, warum auch immer. Von den Frauen. Ich habe eine Schrotze, das weiß ich noch. Aber nur 2 Schuss. Deshalb. Warte mal. Hier habe ich gerade die Waffe. Ich habe gerade die Waffe gewechselt. V ist Karte. Hä? Warum ist V und M Karte? I ist Inventar. Warte mal, I und Hub sind beides Inventar. Gut. Ja, ich muss langsam mal weitermachen. Wie das immer hinauszögern, weil ich das Spiel so schwierig finde. Beim letzten Mal haben mich hier die Frauen entdeckt.
Weiß auch nicht, wo ich hin soll eigentlich. Kann ich die Frau jetzt einfach so umbringen von hinten? Also das lief besser als erwartet. Das war nicht laut, Leon. Einfach erstmal schön sneaky durchs Dorf gehen. Also bisher läuft es noch gut. Flintenmuni, ganz wichtig. Nehme ich hier die einzelnen Häuser? Es gibt Schätze hier. Schon mal gut zu wissen. Eigentlich will ich das wirklich so sneaky probieren. Einfach schon mal ein paar probieren umzubringen. Ja. Dann mal los. Oh fuck. Lass mich durch! Ey, sag mal. Einfach mal ein Roundhouse-Kick. Alle tot. Aber schon im Rennen nachladen. Weiß nicht, welche Linte besser ist. Ist jetzt der Kettensägen-Dudklechter? Oh, fuck you. Ja, lass mich doch meine Items nehmen. Oh, hallo? Wo war denn das Haus, wo ich rein musste? War es hier? Ja. Oh, da ist Mr. Kettensäge. Nun. Mein Glückstag. Ja, Leon. Rohstoffe, nice. Ja. Oh, der ist schon hier. Verpiss dich doch mal. Das ist jetzt echt belastend. Geh mal ins Inventar. Also, tut mir jetzt zu viel. Erstmal ganz in Ruhe heilen. Mit meiner Kräutermischung.
Ja, dann gucken wir mal die Flinte. Eine Flinte mit abgesicherten Schaft und Lauf. Die kompakte Größe sorgt für exzellente Bedienbarkeit und Handling. Eine Vorderschaft-Repetierflinte von Kaliber 12, vielseitig einsetzbar, dank hoher Benutzerfreundlichkeit und robuster Stahlfertigung. Ja, 5,6, 5, 0,6, 0,4, 2,8. 5,4, 2 nur. Ah ja. Es sieht doch schon besser eigentlich. Ach Jungs. Ich komme hier nicht, ich darf hier, ich komme hier nicht raus. Ich komme hier einfach nicht raus, Leute. Ich habe kein Messer mehr. Wir rennen jetzt einfach eine Runde. Ey, sag mal, hackt's oder was? Ich muss mich schon wieder heilen. Er meint eine Granate jetzt. Oh Gott! Junge! Renn doch einfach, Leon, Alter! Was hast du denn für ein Scheißproblem, dass du... Nee. Also manchmal verstehe ich ihn einfach nicht so. Ey, was? Ey, ja, natürlich trefft mich alle. So. Habe ich euren Hahn getötet. Was musste ich hier eigentlich nochmal machen? Ah, jetzt hören die auf. Wieder einfach nur auf Zeit. Oh fuck. Fuck. Ich hätte das Huhn nicht töten dürfen. Es gibt mir einfach Essen. Den Nemesis. Hallo, Schatter Poderos. Mach die Tür zu, ja. Lass mich das Dorf erkunden. Dankeschön. Und hier ist die Demo zu Ende. Nein, Spaß, jetzt ist ja das Hauptspiel raus. Wir haben einige Metzel hier veranstaltet, ey. Wo wollen die hin? Zum Bingo? Ja. Kennen wir ja alles aus der Demo. Jetzt betreten wir Neuland. Uns geht's überhaupt nicht gut. Komm, Condor One. Es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Ich hab hier Muni liegen lassen. Aber mir klar. Ja, ich soll jetzt zum See gehen, aber erstmal looten. Warte, wird mit M geöffnet, nicht mit V. Na gut, fertig. Unten, ja.
Nicht irgendwo auch ein Dietrich. Ja, das war hier einfach wieder viel zu viel Leute. Ich hätte auch viel mehr Leute killen können. Ich hätte einfach nur F zum Drüberspringen drücken müssen. Ich habe so viel Schaden kassiert, den ich hätte sein müssen. Interesting. Seile, please, toll. Mein Messer ist auch weg. Finde ich nicht so nett. Bam. Hier waren wir schon drinnen mit der Schublade. Oder haben wir keinen Schlüssel? Kein Dietrich. Kein Dieter. Ja, hier gab es gute Muni, aber naja. Ich meine, am Anfang lief es ja noch gut, aber danach. Hier, lass mich raten, hier ist zu. Keine Chance. Oh, darf ich Hühner jagen? Oh ja. Ja da, warum bist du so ruhig? Ach so. Ja. Bleiben Sie stehen. Sie sind festgenommen. Hallo. Stopp. Stopp jetzt. Hallo. Sie sind festgenommen. Im Namen der Polizei. Ne, gut dann nicht. Ich habe hier einen Hahn getötet. Ich hoffe, ich krieg Fleisch, aber dem war leider nicht so. Ist noch so viel Loot, wer es nicht übersehen hätte. Würde ich jetzt nicht zurückkommen. Ganz viele Pisseten, ey. Soll ich denn eigentlich hin? Haben wir noch Schießpulver? Sind noch Geld? Hier oben war. Weiß ich nicht. Ich glaube, hier geht's weiter. Aber ich will erstmal mein ganzes Zeug haben hier. Das ist aber so actiongeladen losgeht, ist eigentlich immer richtig cool. Aber schwierig. Muss man schon zugeben. Bin eigentlich überhaupt kein Freund von übelst schwierig am Anfang direkt. Oh! Ja! Was kann ich mit den Eiern machen? Willst du mich verarschen? Ich brauche mehr Cheeseburger. Dass die einfach ganz frech den Kahn hier vorgeschoben haben. Oh oh, die Kuh macht nicht mehr Mu. Jetzt ist der Buch. Hier habe ich welche getötet, oder? Einfach einmal die Granate werfen müssen. War aber sehr unübersichtlich alles. Hab's also ein bisschen selbst verkackt. Aber waren wir denn schon überall? Ne, hier ist noch ein roten Kraut. Roten Kraut, ja. Ja, ein Deutschjunge. Ein roten Kraut. Darf ich da nicht mehr hoch? Schade. Kunstvolle Heizkette. Schätze kombinieren unter wichtiges und Gegenstand können Sie sich Ihre gesammelten Schätze ansehen. Manche Schätze können Sie zu einem höheren Preis verkaufen, wenn Sie die mit Edelstein besetzen. Okay. Wir haben keine. Schade. Aber Kräuter.
Warte mal, wie waren jetzt die Waffen? Hier war meine eine Schrotze. Und die drei war die andere. Die bessere. Aktuell noch besser. Ja, platzintensiver, aber auch besser. So, hier hinten war ich auch noch nicht. Aber hier ist auch nichts. Wir haben einen Rubin. Ach ja. Oh ja. Haben wir jetzt alles? Komm eh noch mal hier. Ja. Jetzt nicht mal. Was ist das? Ich weiß auch nicht, wo es weitergeht. Bin ich ganz early. Ganz, ganz, ganz early. Darf ich hier rein? Nein. Okay. Was sind die Leiter jetzt? Hä? Ach so, das war das, wo die hier hochklettern konnten. Darf ich die nicht nehmen? Doch. Wow. Einfach nur wow, Leon. Ach komm, ich stelle die mal alle wieder hoch. Ja, wobei, wenn ich hier wiederkomme. Ist dann doch, glaube ich, besser, wenn ich die mal umwerfe. Find's auch gut, dass er automatisch springt. So, Flinty, Flinty, Flinty ist auch durchgeladen. Ich würde gerne noch ein paar Eier mitnehmen. Weil die haben ja gerade fleißig gelegt. Ich dachte, du hättest gerade ein Ei gelegt. Unfair. Ich habe vorhin eins einfach umgebracht. Das hat mir nichts getan. Ich habe trotzdem abgeschossen. Und gerade eins gelegt. Mein Stahn ist aber nicht fleißig. Da muss man seine Hühner mehr bespaßen. Ich hätte gerne hier einen Dietrich, aber wir kommen später nochmal wieder. Jetzt weiß ich nicht mehr, was die Tusse gesagt hat. Hat die gesagt, in die Richtung oder war das das andere Tor? Ne, hier bin ich falsch. Wir haben zwar den Rubin, aber ich glaube, der ist nicht so viel wert. Deswegen, naja. Guck erstmal hier. Ich glaube, das war richtig. So, Pistole besser. Da ist sie. Die Mühle. Z gespeichert, oder? Aber ich will selber speichern, oder? Ne, ich will. Oh Gott, das. Also. Ist ja perfekt. Ja, wir hatten heute wieder viel Beef im Dorf. Ich hoffe, nächste Folge wird es ein bisschen ruhiger. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.